Hallo, ich bin die Ramona. Ich zeige euch heute ERI. ERI ist das Easy Robot Interface. Das ist eine einfache Einrichtung zur Anbindung zwischen Roboter und Robotrill. Was wir brauchen, ist ein Roboter und die Maschine dazu, eine Robotrill. Wir zeigen euch heute, welche Softwareoptionen wir brauchen, wie der Hardwareaufbau ist und wie man das Ganze konfiguriert. Wir starten als erstes mit dem Roboter. Ich zeige euch dort, wo man die Softwareoptionen findet, damit ihr prüfen könnt, ob die Optionen vorhanden sind. Danach schwenken wir einmal kurz rüber zur Robotrill und dann gehen wir weiter mit dem Hardwareaufbau. Um die Softwareoptionen zu überprüfen, gehen wir aufs Menü. Falls ihr das große Menü nicht seht, gehen wir hier unten und wählen das große Menü aus, gehen dann auf Status und auf Versions-ID. In der Versions-ID seht ihr einmal eine komplette Übersicht eurer Software. Wir gehen dann auf die nächste Seite, auf Order Fee, und dort seht ihr alle Optionen, die auf dem Roboter vorhanden sind. Jetzt ist es ganz wichtig zu überprüfen, dass die J759 FLNet vorhanden ist, die J586 FLNet Safety und die J566 oder J567 DCS. Für das EAR Vision Marker Offset braucht ihr die J901 und die S531 für das Marker Offset selber. Wenn alle die Optionen vorhanden sind, seid ihr roboterseitig auf der sicheren Seite. Ich habe euch heute den Tobi mit dabei. Der Tobi ist der Experte in Sachen Robomaschinen und zeigt euch heute, wie man die Softwareoptionen an der Robotrill überprüft. Tobi. Auf der Robotrill benötigt ihr ebenso die FLNet Safety Function. Um zu überprüfen, ob diese gesetzt ist, öffnet ihr die Wartungsanzeige, wechselt auf die Diagnose und überprüft, ob das Bit gesetzt ist. Nach Überprüfen der Softwareoption setzen wir jetzt das Netzwerkkabel ein zwischen Fanuc Roboter und unserer CNC. Dafür nutzen wir den Slot 2. Zurück auf der Roboterseite müssen wir nun das Netzwerkkabel anschließen. Aber prüft auch, ob das Koaxkabel an der richtigen Stelle sitzt, denn das brauchen wir nachher fürs EAR Vision Marker Offset. Das Netzwerkkabel sitzt auf dem CD38A-Anschluss. Das Kamerakabel drunter auf dem Koax-Anschluss. Auf der Roboterseite haben wir jetzt alles soweit fertig. Wir haben die Softwareoptionen überprüft und wir haben die Hardware-Seite aufgebaut. Tobi, fass doch nochmal zusammen. Was haben wir auf der Robotrill gemacht? Wir haben die Netzwerkverbindung hergestellt, wir haben die Software geprüft, ob die vorhanden ist, und jetzt geht es eigentlich an den Roboter-Setup. Genau, jetzt können wir starten mit dem Setup auf der einen Seite, auf der Maschinenseite, aber auch auf der Roboterseite. Das heißt, wir starten jetzt einmal mit der Konfiguration auf der Roboterseite und zeigen euch, wie man das Setup dort macht. Für das Roboter-Setup erhaltet ihr alle Dateien von Fanuc. Nehmt den kompletten Ordner und packt den Ordner auf einen für euch passenden USB-Stick. Entpackt die Dateien auf dem USB-Stick. Und geht anschließend hin und nimmt den Inhalt und packt diese auf die oberste Ebene von dem USB-Stick. Wenn ihr das gemacht habt, ist euer USB-Stick vorbereitet und wir können nun hingehen und den USB-Stick an den USB-Port im Controller einstecken. Ganz wichtig, es muss der USB-Port am Controller sein, denn dort werden letztendlich dann auch die Dateien gesucht. Damit wir die Dateien am Roboter einspielen können, ist es erforderlich, dass wir den Roboter in den Kontrollstart versetzen. Geht bitte hin und ruft euer Teach Pendant auf, beziehungsweise eure Teach Pendant Tastatur. Wenn ihr im Editor seid, könnt ihr euer Teach Pendant nicht einblenden lassen. Geht dazu dann einmal hin und geht zum Beispiel auf Select Program. Und dann habt ihr auch wieder die Möglichkeit, euch die Tastatur einzublenden. Drückt anschließend auf die FCTN-Taste, also auf Function, geht anschließend auf die nächste Seite, geht auf Start Mode und wählt dort den Kontrollstart aus. Anschließend ist es erforderlich,
dass ihr den Hauptschalter am Controller betätigt und den Roboter neu startet. Beim Neustart des Roboters fährt der Roboter im Kontrollstart hoch. Ihr kennt das daran, dass am Teachpanel bzw. an eurem Tablet CTRL Start steht. Geht anschließend auf Menü, auf File. Dann ist es ganz wichtig, dass ihr UD1 auswählt, weil unser USB-Stick steckt ja jetzt am USB-Port im Controller drin. Lasst euch alle Dateien anzeigen und drückt somit auf All Files mit Enter. Und dort wählt ihr dann das CM-File ERI aus. Ein CM-File muss ausgeführt werden. Das heißt, wir laden das jetzt nicht, sondern betätigen Enter und bestätigen das Ganze mit Ja. Anschließend wird das CM-File ausgeführt, lädt alle Dateien, was es benötigt. Und sobald alle Dateien geladen wurden, kommt Execution is completely successful. Das Ganze bestätigt ihr dann mit OK. Anschließend geht ihr hin, drückt wieder die Function-Taste und sagt dann Start Cold. Der Roboter fährt anschließend mit einem Kaltstart hoch und alle Dateien, die benötigt werden, sind nun auf dem Controller aufgespielt. Fürs EA Vision Marker Offset erstellen wir ein neues Programm am Roboter. In dem neuen Programm habt ihr die Möglichkeit, ein Icon auszuwählen, das One Marker Runtime Offset heißt. Dieses Icon zieht ihr einfach in euer Programm rein. Wir brauchen aber für das Marker Offset auch entsprechende Marker an der Maschine. In dem Fall messen wir uns nachher hier auf diese Grid ein. Das heißt, wir haben am Roboter selber eine 2D-Kamera und an der Maschine die Grid. Über das Marker oder über das Icon, was wir jetzt im Programm drinne haben, können wir draufgehen und können dann direkt sehen, dass die Kamera erkannt wird. Das heißt, wenn die Kamera richtig angeschlossen ist, wird die euch hier auch direkt angezeigt. Als nächstes gehen wir hin und wählen die Gridgröße aus. Die Gridgröße findet ihr auch immer hier auf der Grid selber. Das heißt, ihr gebt das Maß, was dort angelegt ist, auch hier in eurem Icon an. In dem Icon seht ihr auch immer, was ihr schon gemacht habt. Das heißt, die grünen Haken geben euch vor, habt ihr das schon erledigt oder müsst ihr das noch machen? Wir haben jetzt die Kamera angelegt, wir haben die Gridgröße vorgegeben. Als nächstes ist es jetzt erforderlich, dass wir die Bildposition oder die Kameraposition dem Roboter vorgeben. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem Roboter vor die Grid fahren und zwar so, dass es die Kamera erkennt. Am besten machen wir das über Robot Operation und gehen dort aufs Manual Guided Teaching und bewegen den Roboter nun vor die Kamera. Im Live-Bild könnt ihr erkennen, wo der Roboter sich befindet und ob der Roboter die Grid gut erkennt. Positioniert den Roboter so, dass die komplette Grid im Bildfeld drin ist und wir alle Punkte sehen können. Wenn das der Fall ist, können wir zurück in unser Icon und können die Position abspeichern. Wir gehen dazu einfach auf Touch-Up. Wenn wir die Position abgespeichert haben, kriegen wir auch hier ein grünes Häkchen und haben soweit zum Marker-Offset alles erledigt. Auf der Roboterseite haben wir jetzt soweit alles aufgespielt, dass alle Daten vorhanden sind. Wir haben mit dem CM-File die Daten eingespielt, die TP-Programme sind vorhanden und die komplette Konfiguration am Roboter ist gemacht. Als nächstes müssen wir jetzt auch noch die Robotrill machen. Tobi, zeig uns doch mal bitte die Konfiguration auf der Robotrill. Als nächstes stellen wir die FLNet-Einstellungen ein. Hierzu öffnen wir die Wartungsanzeige, blättern am unteren Bildschirmrand auf FLNet-Einstellungen, drücken die Taste Betrieb, blättern und führen das Wiederherstellen aus. Nun starten wir die Steuerung neu. Nach dem Neustart wechseln wir in die Subsystemoberfläche
öffnen das Konfigurationsmenü, wechseln auf Option 9 bis 16, selektieren die Robotersteuerung, schalten diese ein, wählen den Hersteller FANUC und das Interface Typ 1. Initialisieren der Parameter muss beim ersten Start ausgeführt werden. Nach Laden der Parameter kann die Easy Robot Interface Oberfläche geöffnet werden und alle roboterspezifischen Einstellungen getätigt werden. Mit unserem Ear Vision Marker Offset haben wir jetzt den Roboter zur Maschine eingemessen. Das heißt, grundsätzlich sind jetzt alle Bedingungen gegeben, damit wir loslegen können. Was ganz wichtig ist, wenn wir die Punkte jetzt nachher im Programm verwenden, bitte nehmt das richtige Vision Offset Order dafür. Ansonsten funktioniert das nachher nicht. Denn über das Vision Marker Offset haben wir die Möglichkeit, den Roboter zu verschieben und alle anderen Punkte passen trotzdem noch. Tobi, wir haben ja alles soweit gemacht. Der Roboter ist ready, die Maschine ist auch ready. Muss man maschinenseitig vielleicht doch noch irgendwas machen? Wichtig ist, dass der Kunde sein Maschinenprogramm fertig hat, seine Werkzeuge an der richtigen Position, die Beladeposition eingeteacht hat und dann kann es schon losgehen. Genau, das Gleiche gilt auch für die Roboterseite. Wie gesagt, muss man jetzt hingehen, das Roboterprogramm schreiben, die richtigen Icons dafür verwenden. Leider ist das jetzt alles ein bisschen kundenspezifisch, deswegen können wir nicht allzu viel dazu zeigen. Ich hoffe trotzdem, dass das Ganze soweit gefallen hat und wenn irgendwelche Fragen sind, sind wir immer für euch da. Thank you.